Hallo und herzlich willkommen bei Barstooling. Wir werden heute bei einem Golf 4 die Motorhaube demontieren. Dazu nehmen wir hier unten an der Motorhaube diese Abdeckungen ab und sehen dann hier für die Spritzdüsen den Schlauch. Diesen können wir uns hier etwas rausholen und dann einfach abstecken. Den können wir auch mit rausnehmen, einfach dran ziehen, das ist nur so ein kleiner Gummi. Meistens ist so ein kleiner Schraubendreher dabei ziemlich hilfreich. Das Ganze einfach abstecken. Drüben können wir dann den Schlauch mit diesem Y-Stück, was hier drin ist, zu uns ziehen. Das ist dieses Y-Stück. Wäre natürlich wesentlich klüger gewesen, direkt hier an der Haube irgendwo ein Verbindungsstück zu machen. Leider ist hier aber nichts. Entsprechend müssen wir die Leitung rausziehen. Die kriegen wir nachher natürlich einfach auch wieder rein. Ich nehme das Ganze jetzt nochmal rein. Da ist die Führung recht klar. Dann kommt es da hinten wieder sauber raus, dieses Y, also nachher für den Einbau. Und schon seid ihr hier wieder drin und könnt das Ganze hier wieder sauber verbinden und dementsprechend drüben auch. Das ist gar kein Problem nachher. Und schon ist das Schwierigste geschafft. Jetzt, da ich alleine bin, werde ich hier so ein Holz reinspreizen, weil wir natürlich hier den Dämpfer der Motorhaube lösen und dann dementsprechend die Motorhaube natürlich runterkommen würde. Weil ich allein bin, stelle ich hier jetzt so ein Kantholz einfach rein, dass die oben bleibt und ich dann locker die Schrauben lösen kann. Hier oben beim Haubendämpfer nehmen wir uns einen kleinen Schlitzschraubendreher und drücken die Klammer hier etwas raus, diese Blechklammer. Achtung, dass diese nicht verloren geht und können dann mit einem leichten Schlag den Kugelkopf aushängen. Es ist natürlich wichtig, dass unser Holz drin ist, dass die Motorhaube nicht absacken kann, während ihr drin arbeitet. Nächstes haben wir jeweils am Scharnier rechts und links zwei 13er Schrauben, die wir lösen. Wie gesagt, das wäre natürlich optimal, wenn ihr dafür zu zweit wärt. Es geht aber in der Regel alleine auch. Auflegen ist wesentlich schwieriger alleine, mit Spaltmaß einstellen, allem drum und dran. Ich schraube jetzt jeweils nur eine raus auf der Seite. Und zwar jeweils die untere, da man die untere am schlechtesten hinkommt. Wichtig, Achtung auf den Kotflügel, auf den Lack mit der Ratsche. Nehmt die raus, stellt es vorsichtig hier auf der Verkleidung ab. Wie gesagt, immer noch abgestützt. Wir können die Motorhaube abnehmen. Und mehr ist es tatsächlich nicht. Eigentlich ist es super simpel, alleine absolut machbar. Demontage zumindest, montieren auf jeden Fall zu zweit sein, auch gerade mit dem Spaltmaß einstellen und drum und dran, dass ihr euch natürlich hier mit den Ecken der Motorhaube auch die Verkleidung hier nicht kaputt drückt. Dementsprechend beim Einbau auf jeden Fall zu zweit sein. Dann soll es gewesen sein mit dem Video. Ist leider ein bisschen unterschiedlich zum A38L. Ist zwar dieselbe Plattform, aber beim A38L haben wir die Spritzdüsen hier in der Abdeckung drin. Weitere Videos zum Golf 4 gibt es natürlich auf meinem Kanal. Ich würde mich über ein kostenloses Abo freuen oder wenn euch das Video geholfen hat, natürlich auch sehr gerne einen Daumen nach oben. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, an der Nacht, wann immer das Video seht. Lasst euch gut gehen, bis dann. Ciao.